So, dann nochmal herzlich willkommen zu dem turbulenten Tag. Nach dem Zwischenvideo ist der Nasdaq, sind die US-Märkte dann doch noch gefallen, konnten das Gap nicht ganz schließen. Ist also nur ein Tageshöchstkurs von 4.403 Punkten zustande gekommen. Der Schlusskurs gestern stand ja hier bei 4.440 Punkten und hier das Verbindungslevel wäre eben bei 4.410 Punkten gewesen. Also hier klafft dann doch eine große Kurslücke und hier die Verbindungslücke ist relativ klein. Hier unten habe ich jetzt mein Wunschziel eingetragen, dass dieses Gap zwischen 4.266 eben noch gefüllt wird. Morgen, was morgen sehr wichtig ist, nicht nur was eben China heute Nacht noch wieder fabriziert, sondern eben morgen werden auch um 14.30 Uhr die Non-Farm Payrolls veröffentlicht um 14.30 Uhr. Hier wird das sicherlich volatil werden, aber ja, jeder geht schon wieder hier davon aus, von weiß Gott was. Ich denke eher, entscheidender wird sein, was China macht und ob dieses Kurslevel vorbörslich oder nachbörslich erreicht wird. Womöglich folgt heute genau das umgekehrte Bild. Die Märkte sind jetzt hier eingebrochen und völlig überraschend kommt morgen kein Ausverkauf in China und wir stehen morgen 200 Punkte im Dow oder im Nasdaq 50 bis 70 Punkte höher. Kann alles passieren. Also wir sind schon in einer verrückten Phase. Hier der DAX, ja, Wochenchart ist definitiv jetzt nicht unbedingt groß einladen. Was ich gerade vielleicht sehe, ist hier noch eine Unterstützung. Aber da wird man ja eben auch dann hinkommen, wenn wir gewünschtes Level etwa eben ja bei 9.650. Also wenn ich jetzt hier diese Trendlinie noch mitnehme, dann ist es wirklich hier morgen, sollte der DAX hier bei 9.550 bis 9.650 Punkten dieses Level erreichen, werde ich auf jeden Fall eine kleine Long-Position auch komplett antizyklisch dann einnehmen. Hier ist nochmal der Tageschart. Monatsunterstützung verläuft eben dort und hier dann das Gap. Und nochmal zur Erinnerung, jeder der das Video gestern Vormittag eben verfolgt hat, war eben hier noch erwähnt worden, dass es hier aufwärts gehen könnte. Das tat er eben dann auch, lief bis zur erwähnten 9.900 Marke, dann gab es einen Rücklauf. Und der Rest war halt eben dann abhängig, was Amerika macht. Da bin ich eben nicht davon ausgegangen, dass die am Anfang durchziehen, sondern hier wäre für mich es persönlich sinnvoller gewesen. Der Markt bricht ein und hat dann eben die Erholung. Er hat es eben halt jetzt andersrum gemacht. Ist halt auch kein Wunschkonzert. Zu den Setups noch ganz schnell. Gold schloss nahe dem Tageshoch. Also wer hier das verfolgt hat, kann sogar fast, ja im Hoch fast 40 Dollar im Gewinn liegen, beziehungsweise 400 Pips. Apple lief ja nicht gut. Nikkei habe ich ja vorher schon gezeigt. Im nachbörslichen Handel wurde das Level schon erreicht, das Korrekturlevel. Also bei der Indikation
sogar unterschritten mit 17.470. Hier lief es nicht gut. Hier wurde man ausgestoppt. War aber jetzt auch nicht ja ganz das Level. Und hier konnte die Goldman Sachs deutlich nachgeben. Hier wird es eben morgen spannend werden. Er kann auch bei nur schon leicht oberhalb der 160er Marke nach oben drehen. Also wer hier mitgegangen ist, möglichst morgen dann schließen die Position. Noch. Ich habe hier noch irgendwo doch. Ja, die Daimler-Aktie, nicht die Daimler, die BMW-Aktie würde etwa bei 84,30 das Setup erstellt. Lief dann leicht hoch, war aber trotzdem noch ein relativ schwacher Wert im DAX. Da stehen wir sicherlich nachbörslich eben tiefer, aber noch nicht tiefer als das Tief, was hier eingezeichnet ist. Und Dialog Semiconductor. Die habe ich hier noch. Die wurde nahe dem Tief, nahe genau hier bei 26,30 vorgestellt. Das Setup läuft mal 1,1 Euro im Plus. Und ja, das war jetzt einfach wegen dem TechDAX. War ja mal gewünscht, dass ich auch den TechDAX analysiere. Lief relativ bislang recht schnell und dann aber auch exakt lief hier runter und dann an das Level hoch und könnte dann morgen eben nochmal eine Verkaufswelle dann starten. Aber dann sollte es hier auch erstmal ein Ende finden. Kopieren. Ah, hier lief es ja auch fast in den Trendkanal rein. Okay, danke fürs Zuhören. Ich melde mich dann morgen wieder.